zurück bei Dragon Age Origins. Gleich vorweg, es kann sein, dass es hier ein wenig hallt. Ich habe das Setting ein wenig umgestellt und mein neuer Greenscreen, der ja auch Schall schlucken wird, ist noch nicht da. Ich muss hier mal eben irgendwie mich ein bisschen anders positionieren. So. Genau, wir sind immer noch in der großen Halle im Turm der Magie. Und da hinten immer noch einen Freund, der uns nicht gesehen hat. Dürfte auch fast ganz oben sein. Da oben müsste die Spitze sein. Wir machen uns jetzt einfach daran und holen uns den Freund. Das haben wir doch gleich erstmal schön gefrozen. Frozen. Oh, hallo Statue. Grab. Oh. Ja, dann hielt du mich gleich mal hoch. Gute Frau. Sauerstab ist... Ach ja. Genau. Unser Inventory ist immer noch voll. Wisst ihr Bescheid? Wir können immer noch nichts looten. Vierter Stock. Wird erledigt. Jawohl. Finde ich ja sehr schön. Zwerge haben keine Religion, sondern ehren das Andenken der Paragons, die einst ihr Leben in den Dienst der Zwerge... Weiß ich auch nicht. Wir sind doch noch nicht ganz oben. Hm. Höchst interessant. Was? Eine ähnliche Verderbtheit wie bei der dunklen Brut. Ob es da einen Zusammenhang gibt? Das weiß ich noch nicht, aber wir haben hier eine außerschulisches Studium. Hiermit wird verkündet, dass die Übungshalle im vierten Stockwerk künftig nur noch von der am Turm stationierten Templergarnison benutzt werden darf. Da sie eigentlich bereits über eigene Ausbildungsstätten verfügen, werden sie dadurch die Aktivitäten des Zirkels noch genauer überwachen. Verzauberer Burgeons freiwillige Waffenausbildung findet bis auf weiteres nicht mehr statt. Zudem ist Verzauberer Burgeon von seinem Posten als Lehrer zurückgetreten. Erster Verzauberer Sinclair. Interessant. Wobei, das muss ja auch schon ein bisschen her sein, denn der momentane erste Zauberer ist Irvin. Irvin oder Irving? Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Und nicht Sinclair. Ist das ein Succubus? Unsere Liebe und unsere Familie übertreffen deine kühnsten Hoffnungen. Was in Andrastes Namen geht hier vor? Hast du was gehört, Schatz? Es ist nichts, Liebling. Nur die Tür. Ich gehe schon. Der Milchmann ist da. Die Kinder sind mit dem Abendessen fertig. What the... Bring sie zu Bett. Ich sehe nach, wer da ist. Oh, beeil dich. Eklig. Die Kinder wollen einen Gute-Nacht-Kuss von dir. Es dauert nur einen Moment, Liebling. Ihr unterbricht einen privaten Moment voller Liebe. Ich hasse Unterbrechungen. Und ihr habt diese Templer verzaubert, nicht wahr, gute Frau? Glücklich zu sein ist ein Zauber. Ah, in allen Freuden der Sterblichen liegt eine gewisse Macht. Mhm. Ich habe ihm gegeben, was er immer wollte. Was ist daran schlecht? Was daran schlecht ist, dass sie ihn belügt, verzaubert, verhext und what the fuck? Gefühle sind niemals greifbar. Ihr könnt sie weder sehen noch berühren. Mhm. Aber meist werden sie durch reale Ereignisse und Personen ausgelöst. Was ihr ihm angetan habt, ist abscheulich. Danke. Ich sah seine Einsamkeit und den Wunsch nach einer Familie, die ihn liebt. Auch die Erfüllung von Wünschen kann zu großem Leid führen. Eine Lektion für alle, die sich mit dem Gedanken an eine Heirat tragen. Wie lange soll er in dieser Benommenheit verharren? Wird er es merken, wenn sein Körper den Dienst versagt und der Tod ihn zu sich holt? Eine kurze, aber glückliche Existenz ist besser als immerwährendes Elend. Das heißt, ihr glaubt, ihr tut was Gutes? Wir sind Partner. Aha. Ich gebe ihm, was ihm niemand sonst geben kann. Und durch ihn erfahre ich, was es heißt, sterblich zu sein.
Und dennoch verdient er es, von euch befreit zu werden, um sein eigenes Glück zu finden. Freiheit bekommt man nicht einfach. Der Templer muss sie frei wählen können. Ich wollte gerade sagen, die findet er aber nicht, solange sie über ihn wacht. Wenn ihr diesem Mann helft, was lernt er daraus? Gar nichts. Ja, aber das kann nicht so bleiben. Unsere Gedanken und Geister sind verschmolzen. Vergeht der eine, vergeht auch der andere. Ein Großteil meiner Stärke dient der Erhaltung unserer Verbindung. Aber da ich ihm Frau und Kinder bin, wird er mich bis zum Tod verteidigen. Ich will nichts von euch. Ich habe, was ich brauche. Ich bitte nur darum, dass ihr uns in Frieden lasst. Was wird aus euch, wenn ich jetzt gehen würde? Vielleicht werden wir entkommen. Vielleicht auch nicht. Ich finde das gerade ein wenig tricky. Auf der einen Seite würde ich diesen Bann natürlich brechen. Das Problem ist, wenn ich jetzt den Succubus einfach töte, hat sie ja gerade selber gesagt, dann stirbt auch der Templer. Das heißt, es hat auch nichts wirklich Positives, weil dann sterben beide. Und das wäre jetzt auch nicht so toll, würde ich doch mal so behaupten. Ich finde die Lage aber auch interessant. Mal gucken mal, was dann so im Nachhinein passiert. Ich danke euch. Falls euch das irgendwas bedeutet, ihr werdet uns nicht wiedersehen. Komm, Liebling, wir machen einen Spaziergang. Die Kinder möchten, dass du ihnen die Sterne am Nachthimmel zeigst. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt das Falsche oder das Richtige war. Was denkt ihr denn bitte? Das kann ich doch aufnehmen, ne? Was denkt ihr denn? War das jetzt die richtige Entscheidung oder Sonnenblond? Aha, kann ich irgendwas wegschmeißen? Weg zerstören. Weg zerstören. Und dann nehmen wir auch nochmal mit. Also ich bin mir da noch nicht ganz sicher, ob das jetzt das Richtige war oder... Selbstverständlich. Oh Gott. Oh, sieh an. Besuch. Ich würde euch ja unterhalten, aber das ist viel zu anstrengend. Wer ist der Mann, den wir da gerade gesehen haben? Und wer zur Hölle seid ihr? Und was habt ihr gemacht? Er ruht sich nur aus. Ja, ist klar. Der arme Kerl war sehr müde. Ihr wollt euch uns doch sicher auch anschließen. Nein. Möchtet ihr euch nicht einfach hinlegen und das alles vergessen. Alles hinter euch lassen. Nein. Das ist lächerlich. Ich lege mich doch nicht auf einen Boden, der voller Blut und klebrig ist. Wir müssen durchhalten und kämpfen. Das sehe ich aus. Widersteht. Ihr müsst widerstehen, sonst sind wir alle verloren. Warum kämpft ihr dagegen an? Ihr verdient mehr. Ihr verdient eine Ruhepause. Die Welt dreht sich auch ohne euch weiter. Ernsthaft? Wir machen doch jetzt nicht an diesem Ort hier ein Nickerchen. Och Mensch. Neue Quests und Räume verloren. Ruhe dich aus und denke nach. Du gehst in Weißhaupt deinen Pflichten als grauer Wächter nach. Die dunkle Brut ist fort, für immer besiegt. Und du und die anderen grauen Wächter sind Relikte vergangener Zeiten. Nun ist die Zeit der Ruhe und Besinnung gekommen. Das heißt, wir befinden uns jetzt hier in einer Traumwelt. What is this? In matt Glitzer Glitzer. Danke. Hello. Ah, da bist du ja. Ich störe doch wohl nicht. Du bist tot. Warte, du bist tot. Tot? Ja. Ich stand oft kurz davor, aber den letzten Schritt bin ich nie gegangen. Doch. Ich wollte nur sicherstellen, dass du hier in Weißhaupt glücklich bist. Diese Hallen wurden von den ersten grauen Wächtern erbaut. Atemberaubend, nicht wahr?
Warum sind wir hier und bekämpfen nicht die dunkle Brut, die immer noch da ist? Die dunkle Brut existiert nicht mehr. Du warst bei der letzten großen Schlacht doch dabei. Es war ein Triumph für uns alle. Der Erzdämon wurde besiegt und die unterirdische Höhle in Brand gesetzt. Das ist nicht möglich. Du verbirgst was von mir. Du Narr! Ich habe dir so viel gegeben und das ist jetzt der Dank. Kannst du nicht einfach den Frieden annehmen, den ich dir biete? Das ist kein richtiger Frieden. Das ist, du bietest Selbstzufriedenheit, nicht den wahren Frieden über und für Ferelden. Dich stellen wohl wirklich nur Krieg und Tod zufrieden. Nun gut, hier sind Krieg und dunkle Brut. Mögest du dabei untergehen? Das ist jetzt nicht so schön. Okay, danke. Guten Morgen. Dort sind Gegner! Wird erledigt. Burn, burn, burn. Zack. Zack. Hallo, Wächter. Von hinten angreifen, das ist jetzt hier aber nicht so. Da, hier, was soll denn der Bullshit? Also, come on. Hier, Mama. Freezy, freezy. Die haben wir, die haben wir. Guck mal, ein Lyrium-Ader. Einmal das Lyrium. Guck mal hier, wir können raus. Podest im Nichts. Und nee, ernsthaft? Muss ich die jetzt alle? Ach du Scheiße. Hätten wir nicht einfach einen anderen Raum nehmen können? Nee. Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Seid ihr ein Dämon? Moment. Ich kenne euch doch, oder? Ihr seid der Schüler, der mit dem grauen Wächter fortgegangen ist. Wer hätte gedacht, dass ihr hier oben bei mir enden würdet? Dass ihr aus der Falle entkommen seid, war gute Arbeit. Falle? Der Dämon hält alles, was hierher kommt, in einem Traum gefangen. Er denkt, niemand könne ihn verlassen oder würde es auch nur versuchen. Ich dachte, ich wäre auch entkommen. Aber ich durchwandere diese leeren, grauen Räume schon ein Leben lang. Wir kennen uns doch, oder? Wirklich? Es tut mir leid, wenn ich es vergessen habe. Dieser Ort, er stellt seltsame Dinge mit dem Verstand an. Ich bin Niall, falls ihr das nicht bereits wusstet. Ich wollte den Zirkel retten, als ich dem Dämon der Trägheit begegnete. Eure Erfahrungen mit ihm verliefen sicher ähnlich. Ja, sonst wären wir hier wohl nicht jetzt, ne? Ach, ist das nicht der, der die Litanei von Adrella dabei hat? Habt ihr die? Die Litanei war unsere Waffe gegen die Herrschaft der Blutmagier. Aber es ist zu spät. Alle sind tot. Aber es besteht doch immer noch Hoffnung, oder nicht? Dieser Ort saugt einem alles ab. Hoffnung, Gefühle, das Leben. Dann saugen wir zurück. Ist doch ganz einfach. Einfach. Es ist nicht zu spät. Nein, es gibt keinen Weg hier raus. Boah. Man denkt, es müsste einen geben. Aber das ist ein Irrtum. Seht ihr dieses Podest? Mhm. Ich habe die Runen darauf studiert. Sie stehen für verschiedene Inseln im Reich des Dämons der Trägheit. Mhm. Der Dämon der Trägheit selbst ist auf der Mittelinsel. Aber man kann sie nicht erreichen. Die 5 Inseln um das Zentrum herum bilden eine Art Schutzkreis. Als mir das klar geworden ist, dachte ich, ich hätte etwas erreicht. Ich habe nacheinander jede der Inseln besucht. Und am Ende waren all meine Hoffnungen zerstört. Das ist nicht immer so schön. Gibt es ein Hindernis. Ihr seht den Pfad, könnt aber nicht zu ihm gelangen. Ihr fühlt euch verhöhnt und werdet wütend. Könnten meine Freunde, Gefährten auf den Inseln sein? Ich weiß es nicht. Es gibt viele Träumer. Ihr könntet einen Weg finden, sie über die Inseln zu erreichen. Wenn ihr Glück habt. Gut. Erzähl mir doch noch ein wenig über den Schutzkreis. Ich weiß nicht viel darüber. Wow. Ich denke, der Dämon der Trägheit hat auf jeder der Inseln niedere Dämonen platziert. Ich habe sie gesehen. Sie nehmen unterschiedliche Formen an. Aber sie sind da. Sie zu besiegen könnte der einzige Weg sein, zum Dämon der Trägheit zu gelangen. Aber zuerst müsst ihr an sie herankommen. Ich konnte es nicht. Ich hatte zu viel Angst.
Hattet ihr nicht etwas über ein Hindernis erzählt? Was ist damit? Ja, es gibt Hindernisse und wahnsinnige Traumdinge. Ein brennender Fluss vor einem Portal oder eine Tür, durch deren Schlüsselloch ihr die Freiheit seht. Doch kein Schlüssel passt. Einmal habe ich einen Weg gefunden, kleiner als meine Hand. Eine Maus rannte hin und her. Aber sie ist geflohen, bevor ich sie befragen konnte. Eine Maus, die kennen wir doch aus dem Anfang, oder nicht? Oh, es gibt viele davon. Viele Träumer. Einige halten sich für Mäuse. Andere für Wölfe, Nachtigallen oder Tintenfische. Hä? Jeder Träumer weiß etwas, was ein anderer nicht weiß. Die Maus hätte mir sagen können, was hinter dem engen Weg liegt und wie ich dorthin komme. Auch wie ich mich so klein machen könnte, um selbst hindurchzupassen. Und wenn man einmal klein genug für einen Weg ist, tun sich ja vielleicht noch weitere auf. Vielleicht. Das ist ganz schön viel Geschwafel und nichts, was du tust. Was weißt du denn über den Dämon der Trägheit? Nicht viel. Wir sind nicht gerade Freunde. Dämonen haben eigene Hierarchien. Sie spielen ihr Spiel und die Sterblichen sind darin Pfänder oder sogar Verhandlungsgegenstände. Dem Dämon, der uns hier festhält, gehört vermutlich dieser ganze Abschnitt des Nichts. Er wird uns nicht einfach gehen lassen. Wenn überhaupt. Könnten aber zusammenarbeiten. Euch beeindruckt wohl gar nichts. Nö. Soll ich euch dafür bewundern oder bemitleiden? Das sieht ja aus. Ich komme zurück, genau. Lasst euch nicht ja, mach du mal. Ja. Mach du mal, wir gucken uns hier um. Ein Portal im Nichts. Und das ist das Podest im Nichts. Okay, wir gucken uns das mal an. Wird erledigt. Ein Träumer verhindert, dass es funktioniert. Okay, das heißt, wir gehen doch durchs Portal im Nichts. Hallo. Ich will nur hier. Hä? Alter, entspann dich mal hier. Hilfe! Zack. Ich wusste, wir können nicht verlieren. Was ist das? Oh. Mein Frettchen. Oh, wie putzig. Danke. Bitte? Aber für mich ist okay, es zu spät. Okay, doch kein Frettchen, ist eine Ratte. Tötet Jewena, die Dämonin, die hier herrscht. Sie schützt ihren Meister, den Dämon der Trägheit. Dort ist eine Tür. Eine Tür, die nur Dämonen sehen können. Der Schlüssel muss in einem anderen Reich sein. Okay. Nehmt meine Kraft, rettet diejenigen, die ebenfalls in Albträumen gefangen sind. Tötet die Dämonen, die den Dämon der Trägheit beschützen. Tut es für... Tut es für wen? Das würde mich jetzt interessieren. So, was ist das jetzt hier? Formwandlung im Nichts. Über das Menü Formwandlung im Nichts kannst du unterschiedliche Gestalten auswählen, während du dich im Nichts befindest. Jede Gestalt hat individuelle Stärken und Schwächen. Ja. Ah, da ist ein Mauseloch. Oh, ein Mauseloch. Maus. Ich bin eine Maus. Weiß was, sie Schmaus. Oh. Selbstverständlich. Ha. Ich wusste, wir können nicht verlieren. Da ist aber noch irgendwo einer. Oh Gott. Ach, das haben wir doch schon mal das letzte Mal im Nichts gesehen. Was zur Hölle ist das? Das frage ich mich jetzt aber echt. Was das jetzt ist. Oh, pardon. So, da war das jetzt das eine oder haben wir... Ne, wir haben mehrere. So, gehen wir doch mal in das Portal. So. Boah, dass sie mich immer so erschrecken müssen, ne? Aber dich kriege ich auch noch down. Das ist reine Zeitverschwendung. Genau. Das haben wir gut gemacht. Jetzt habe ich einen Fussel am Mund. Nom nom nom. Wird erledigt. Zack. Und down. Da ist er down. Haben wir unseren Schild noch aktiv? Nein, ne? Das könnten wir aber mal machen. Und dann holen wir uns den da. Das haben wir gut gemacht. Das ist irgendwie zu einfach. Boah, diese wird ganzen... erledigt. Ah, die ganzen Portale sind hier aber auch swoosh. Irgendetwas ist geschehen, nicht wahr? Ihr seht ein wenig verändert aus. Was ist geschehen? Ich bin zu einer Maus geworden.
Wirklich? Ja. Hat euch das weitergeholfen? Ich weiß, dass ich diese kleinen Löcher gesehen habe. Wart ihr klein genug, um dort hindurchzuschlüpfen? Ich dachte aber, ihr hättet aufgegeben. Warum denn so aufgeregt, der Werte? Ich weiß es nicht. Oh. Ihr seid viel mutiger als ich. Ich war mir so sicher, dass es unmöglich ist, irgendwo hinzukommen. Denkt ihr, ihr könntet lernen, andere Formen anzunehmen? Vielleicht könnte euch das helfen, an Orte zu kommen, die ansonsten unerreichbar wären. Haben wir auch schon gedacht. So, Schnucki. Guck mal, das Podest. Was ist das da? Hallo? Ach, das ist die komische Tür dann. Podest im Nichts. Okay, das sind die... Ich weiß nicht, wo wir die... Albtraum. Ach komm, wir gehen mal. Die Invasion. War das die Invasion der dunklen Brut? Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal, was hier abgeht. Kavusch. Oh. Hier geht ganz schön viel ab. Zwar ganz schön viel Tod. Und Verderben. Aber wir swooshen erstmal. Swoosh. Zu einer Maus. Hallo. Verschwundenheit ist eine wertvolle Fähigkeit, die es dir erlaubt, verheerende Überraschungsangriffe auszuführen, Fallen zu stellen oder direkten Konfrontationen mit deinen Gegnern aus dem Weg zu gehen. Dankeschön. Na, gehen wir mal dahin. Wir sind also jetzt eine verstohlene, heimlich schleichende, kleine, klitzekleine Maus. Ins Mausloch. Oh. Oh. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Die Brenia. Oh, die Musik ist nice. Na, guck mal, weißt du was? Swoosh! Und gleich einmal. Schrei dir nicht so rum, du hast ja gar nichts mehr zu melden. Oh, schrei mich nicht so an. Und einmal abkühlen, bitte. So. Wir wollen ja nicht, dass es hier dir ein wenig zu warm wird. So, gucken wir doch mal, was hier ist. Da sind auch wieder zwei. Okay. Hörlock gesandt hat, der gefällt mir schon mal gar nicht. Den nehme ich mir gleich als erstes vor. Oder haben wir auch noch. Ne, das ist nur ein Hörlock. Ich habe gerade schon Panik gekriegt, dass das ein Alpha ist. Ne? Also wenn das jetzt ein Alpha gewesen wäre, dann weiß ich auch nicht. Ich heal mich mal hoch. Aber wir sind alleine auch gar nicht mal so schwach. Also ich habe mir das jetzt schlimmer vorgestellt. Ist das so ganz ohne Gefährten? Oh, ein Mauseloch. Ein Mauseloch. Ich habe mir das jetzt schlimmer vorgestellt, aber... Wir kommen bisher ganz gut durch. Oh. Guck mal, dann machen wir da mal den. Sehr schön. Mann, ich auch Schock oder so. Zack. Schock den da mal weg. Den einfrieren und der kriegt noch einen Bolzen in den Kopf. Haben wir hier was Schönes oder warum? Wow. Also nur zwei Mauserlöcher und Gunlocks. Kleine hässliche Mistviecher. Oh, oh. Wo wird gespeichert? Da bin ich mal gespannt. Ja, ja. Muss still sein. Shh. Hier finden sie mich nicht. Hier finden sie mich nicht. Geist der dunklen Brut, Tempelgeist. Geschissen. Hallo. Hier da. Ich bin okay. Tauben die Kreaturen! Nein! Der geht mir ja jetzt schon auf den Keks. Ohne Flachs. Der mit seinem verkackten. Oh, danke, geht doch. Wird erledigt. Hoch. Dafür möchte ich jetzt keinen Zauber verschwenden. Zack. Wir haben fast kein Lyrium mehr, aber wir haben ja Tränke. Ich werde nicht wanken. Ich weiß gar nicht, ob der sterben kann, aber. Ach, jetzt macht ihn noch angreifen. Macht ihn doch angreifen. Sie sind fort. Yes. Habt es geschafft.
Ihr habt sie getötet. Mit euch zusammen. Aber nicht alle. Ihre Anführer sind hinter der unzerstörbaren Tür. Ich gebe euch meine Weisheit. Sie lässt euch sehen. Und jetzt erwache ich. Okay. Was haben wir jetzt? Geist. In der Geistgestalt bist du besser gegen Zauber gewappnet, gleichzeitig aber anfälliger gegen körperlichen Schaden. Darüber hinaus siehst du Dinge, die normalerweise im Nichts verborgen liegen. Boah, der sieht ja nice aus. Der ist ja mal richtig schick hier. Kann ich halt... Boah, ich kann sogar angreifen. Umarm. Zermalmendes Gefängnis. Schließt ein Ziel in einen instabilen Käfig. Geistschaden. Und Regeneration. Oh, guck mal, wir swooshen hier ja richtig lang. Was ist das denn? Okay. That is nice. Muss ich jetzt hier das Podest? Selbstverständlich. Oder... Oder geht hier noch was? Okay, wir können also nicht durchswuschen. Okay. Das heißt, wir benutzen das Podest. Vor allen Dingen den Podest. Das Podest. Das war doch richtig. Was ist denn los? Mann, den Altar, das Ding da, das Tischchen. Und jetzt sind wir hier. Podest im Nichts. Da geht's weiter. Und da sind Mausebücher. Ach, Mauselöcher. Aber, liebe Leute, es ist schon wieder soweit. Die Folge ist zu Ende. Wir verbleiben also hier im Albtraum des Templers im Nichts. Versuchen immer noch wieder aus dieser Falle vom Dämon der Trägheit zu erwachen. Aber wie es weitergeht, das sehen wir erst in der nächsten Folge, Leute. Haut rein. Macht euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns.